Direkt am Wallensee an der Nord-Süd-Verbindung A13 haben jahrzehntelang Leute Pause gemacht. Das war ein Pioniertat. Eine Raststätte, die vor Zeit überholt worden ist. Wir mussten irgendwann den Entscheid fällen, aufgrund der Zahlen. Die Raststätte Wallensee, das Obstalden im Glarnerland. Gastronomie an der Autobahn. Das fasziniert der Angelo Metzler. Er ist der Chef von Raststätte Bergsboden Wallensee und trotz Stress und unregelmäßigen Arbeitszeiten Raststätte wird mit Liebe und Seele. Es ist wie ein Virus. Wir haben das schon Fall gehabt, dass beispielsweise hier an dem Ecke vorne jüdische Glaubensgemeinschaft gebetet hat und da hinten im Kinderspielplatz hat eine arabische Gemeinschaft gebetet. Das ist alles schon passiert, oder? Und das sind so spezielle Momente. Es ist nicht die erste Raststätte von Angelo Metzler. Jahrelang hat er ganz in der Nähe von seinem jetzigen Arbeitsplatz geschafft und die Wallensee-Raststätte im Glarnerischen Obstalden geführt. Musik. 2003 hat sich der Angelo Metzler entschieden, den Betrieb hier aufzugeben. Seither war er nie mehr hier. Da ist recht gewirkt worden. Schon zweimal ist das Gebäude verkauft worden. Gegangen ist nichts. Sogar die Karten, die der Angelo Metzler für die Mitarbeiter eingeführt hat, um die Arbeitszeit zu erfassen, sind noch da. Also das sind Stempelkarten und da hast du einfach reingesteckt. Jetzt ist es natürlich nicht mehr angehängt. Und wenn sie gekommen sind, haben sie eingestempelt und wenn sie gegangen sind, haben sie ausgestempelt. Ende 90er Jahre führt der Wirt ein neues Konzept ein. Er setzt auf Poulet im Körbli in allen Variationen und gewinnt damit sogar einen Innovationspreis. Gute Zeiten hat er hier gehabt, sagt der Angelo Metzler. Hier auf dieser Seite da sind unsere Poulet-Grill gestanden. Die Raststätte war lange eine Art Lebensnerv für die Gemeinde Obstalden. Auch wenn der Dorfkern weit weg am Kerenzer Berg liegt, hat man hier von den Arbeitsplätzen profitiert oder von Raststätten als Stromkund. Heute gehört das Dorf zur Gemeinde Glarus Nord. Das ehemalige Gemeindehaus ist ein Beiz. 30 Jahre lang hat Fridolin Dürst als Gemeindepräsident regiert. Ein Dorf mit ein paar hundert Einwohnern und seit den 60er Jahren eine Raststätte. Das war wahrscheinlich eine der ersten Raststätten, oder? Pionier. Das war eine Pioniertat seiner Zeit. Die Idee zum Restaurant an der Strasse kommt in den 60er Jahren vom Unternehmer Walter Schrepfer. Er landet damit einen riesen Erfolg. Neben Touristen kommen jahrzehntelang auch Einheimische regelmäßig zum Essen oder auch einfach am Abend zusammensitzen. Das Haus hat Spitzenzeiten gehabt, wo sie da innen keinen Platz gefunden haben, wo wirklich Rambazamba abgegangen ist, vom Morgen früh bis am Abend spät. Und ja, irgendwann ist es halt weg, oder? 1986 wird der Kerenzer Tunnel eröffnet. Ein Freudentag für die Autofahrer, die ab sofort massiv weniger im Stau stehen müssen. Die Strassen werden nur noch in eine Richtung geführt. Für das Restaurant Wallensee heisst das ein Drittel weniger Umsatz. Die Wallenseestrasse ist auch offiziell zur Autobahn geworden. Bedeutet, die Raststätte darf kein Alkohol mehr ausschenken. Darum ist sie als Beiz für die Einheimischen und als Veranstaltungsort nicht mehr so attraktiv. Für die Gemeinde Obstalden spielt der Betrieb zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr die gleiche Rolle wie früher. Also die Bedeutung dieses Betriebs hat sich natürlich nach und nach ein klein reduziert. Also das Dorf Obstalden hat sich gut entwickelt. Wir haben junge Familien gekommen. Die Bevölkerungszahl ist wieder gestiegen. Wir haben auch die notwendigen Einnahmen gehabt, die wir davor nicht gehabt haben, um unsere Infrastruktur auf Vordermann zu bringen und zu unterhalten. Also die Bedeutung hat langsam abgenommen. Trotzdem können Angelo Metzler und seine Leute immer noch von Raststätten leben. Weil die Autobahn dann aber immer wieder erneuert wird, ist sie zeitweise gesperrt und es kommen gar keine Gäste mehr. Der Wirt sieht hier keine Zukunft mehr und macht im Oktober 2003 zu. Mit gemischten Gefühlen. Auf die einen Seite Traurigkeit, auf der anderen Seite aber auch Erleichterung. Weil, ja, es ist. Man hat irgendwann den Entscheid getroffen und den dann durchzuziehen und fertig zu machen, ist nicht einfach gewesen.
weil es hat dort Mitarbeiter darunter gehabt, die sind von Anfang an dabei gewesen. Andere wollten das Restaurant später wieder eröffnen. Das Bundesamt für Strassen hat die Ausfahrt mittlerweile aber definitiv dicht gemacht. Der Beschleunigungsstreifen ist für die modernen Vorschriften zu kurz und zu gefährlich. Der Angelo Metzler hat definitiv mit dem Kapitel abgeschlossen. Er ist glücklich in seiner modernen Raststätte, auch wenn die Aussicht auf einen der höchsten Wasserfälle der Schweiz schon nicht zu übertreffen sei. Ich denke, etwas zu sterben dafür, etwas Neues aufgehen zu lassen, ist sicher auch nicht falsch, oder? Etwas Schöneres oder Neues oder Modernes können zu machen, wenn das Alte halt aus irgendwelchen Gründen den Bauch abgeht oder zugeht.